Hier noch ein kleiner Tipp zur Gurkenpflege. Die machen sich ja dieses Jahr nicht ganz so toll, weil es ziemlich kühl geworden ist und das mögen die überhaupt nicht. Also als erstes sollten wir mit unseren Grubber mal wieder so ein bisschen die Erde hier auflockern. Und dabei können wir auch gleich das Unkraut entfernen. Und wenn wir uns unsere Gurke hier so angucken, die sind ja auch so ein bisschen empfänglich für Mehltau, dann schneiden wir bitte schön die untersten Blätter ruhig ab. Hier sollte man aber darauf aufpassen, dass man nicht aus Versehen die ganze Gurke durchtrennt. So, hier kommen auch nochmal neue Knospen und die sollte sich nach Möglichkeit auch gar nicht so unbedingt und viel verzweigen, denn die soll sich konzentrieren, ihre Früchte auszubilden und nicht hier großartig Blätter und Verzweigungen anzulegen. Ja, und desto weniger Blätter unten auf dem Boden hängen, desto weniger können die sich mit Mehltau und Schädlingen infizieren. Ja, die sehen wirklich nicht so dolle aus. Ist hier dieser neue Gurkenturm auch nicht so einfach, da dann ranzukommen? Das wichtigste Werkzeug übrigens bei Gurken sind die Handschuhe. Die haben so eine kleine Stacheln, wie oft ich mir da schon diese Stacheln wie einen Splitter eingerissen habe und die dann schwer wieder rauskriegte. Also Handschuhe anziehen. Übrigens diese kleinen stacheligen Kameraden, wenn man sie geerntet hat, kriegt man die Stachel hier ganz einfach weg, indem man mit der Schere hier so rüberfährt. Jedenfalls mache ich das immer so. Und dann hat man eine schöne Gurke. Aber das muss man schon ordentlich machen, sonst tut's weh. Und dann habe ich ja noch das Exemplar, was sich selber ausgesät hat, was hier bei uns auf dem Kompost wächst. Bei meinem Kompostexemplar weiß ich überhaupt nicht, was das für eine Gurke ist. Ob das so eine normale Salatgurke ist, also so eine lange Schlangengurke und die ist nur vom Abfall her selber gekommen, oder ob es von meinen Minigurken, die ich mir sonst gezogen habe. Also die sieht wirklich schon gut aus. Bei Gurken kann es übrigens sein, wenn man die nachzieht und nachzieht und nachzieht, dass die irgendwann wieder bitter schmecken. So, aber auch hier gilt, ich muss unten meine Blätter abschneiden. Und die ist hier eigentlich schon fast reif. Pipsi. So. Und auch das wird ein bisschen ausgehöhlt. Und das hier auch. Ups. Und hier sieht man, kommen schon neue Gurken. Aber ich muss auch aufpassen, nämlich hier zum Beispiel bildet sich so ein Seitentrieb. Den will ich nicht haben. Hier sind zwar oben schon Gürkchen dran, hier auch. Was mache ich bloß? Ach komm. Ich will ja, dass die sich richtig konzentriert auf die Gurken, die sie schon dran hat. So. Nun sieht es schon viel besser aus. Also in diesem Sinne, tschüssili, bis zum nächsten Mal. Die frisch geerntete Wildgurke. Und wenn wir Glück haben, ist die auch nicht bitter.